Vielen Dank. Ich kann nahtlos an dem anknüpfen, was Gregor hier vorgetragen hat, und bin in der glücklichen Situation, jeden Satz von ihm unterstreichen zu können. Insbesondere den Satz, dass wir jetzt wirklich genügend die Nabelschau betrieben haben und uns wieder der Politik zuwenden müssen. Und ich rufe alle dazu auf, sich daran zu beteiligen, denn wir leben in einer Zeit, die Herausforderungen stellt, die es in dieser Form noch niemals gab. Das Thema, das wir heute behandeln, ist kurz auf die Formel zu bringen. Wir haben einen gewaltigen Umverteilungsmechanismus in Gang gesetzt, in einer Größenordnung, der unvorstellbar ist, ein Umverteilungsmechanismus von unten nach oben. Aber die große Mehrheit der Bevölkerung in der Bundesrepublik hat das zumindest noch nicht gespürt. In Griechenland merkt man das schon, in Portugal, auch in Spanien, auch mehr und mehr in Italien fängt es jetzt an. Aber bei uns, aufgrund eben der Exportsituation, ich will das nicht vertiefen, ist das noch nicht so richtig angekommen. Aber die Umverteilungssituation, die geschaffen worden ist, bezieht sich auf Billionen Euro, die umverteilt werden von unten nach oben. Unvorstellbar. Das gab es noch nie. Und hier sind wir dann beim Thema Europa, und ich will den ersten Gedanken von Gregor aufgreifen und will nochmal sagen, was ist denn die europäische Idee? Die europäische Idee ist eine demokratische Gesellschaft. Und man kann nicht oft genug sagen, was Demokratie heißt. Demokratie heißt eine Gesellschaft, in der sich die Interessen der Mehrheit durchsetzen. Das ist ganz einfach. Diese Definition hat ein griechischer Staatsmann namens Perikles einmal in die Welt gesetzt, vor über 2000 Jahren. Sie gilt heute noch. Und wenn man nur diesen Satz sich merkt, dann weiß man, dass jetzt in Europa ein gewaltiger Abbau von Demokratie stattfindet, denn die Interessen der Bevölkerung, der Mehrheit der Bevölkerung, setzen sich nicht mehr durch, sondern in brutalster Form die Interessen einer kleinen Minderheit. Und dagegen muss zumindest eine Partei aufstehen, und das ist die Linke. Und nun ist die Frage, wie ist das überhaupt dahin gekommen? Der Grund ist das, was wir überall Deregulierung nennen. Das war das Credo der mit uns konkurrierenden Parteien vor vielen Jahren. Und jetzt haben wir den Salat. Weil alle, wenn man so will, Schranken eingerissen worden sind, gibt es kein geregeltes Miteinander mehr. Und insbesondere der Bankensektor wurde völlig dereguliert. Und nun sind wir in einem ersten Problem, weil diejenigen, die Verantwortung tragen, das gar nicht wahrhaben wollen. Denn dann müssen sie ja sagen, wir haben das ja alles verbrochen. Derjenige übrigens, damit Sie das an Namen festmachen, der Hauptschurke in diesem Stück war, heißt Mario Monti. Er war der Wettbewerbskommissar der Europäischen Kommission. Und unter seiner Leitung wurde eben der Binnenmarkt, der Finanzbinnenmarkt Europas ohne jede Schranke geschaffen. Er hat das als eine große Leistung begriffen. Und jetzt ist er ohne Wahl aufgrund dieser großen Leistung eingesetzt worden in Italien als Regierungschef. Und er ist jetzt mit seinem Latein am Ende. Das will ich jetzt nicht vertiefen. Aber diese Deregulierung des Bankensektors ist die Hauptursache für die Krise, die wir derzeit haben. Und daraus ergibt sich ja logischerweise, dass man hier anfangen muss, wenn man die Krise bewältigen will. Und an dieser Stelle sehen Sie, dass die gesamte Politik der letzten Jahre völlig falsch war. Weil sie an dieser Stelle überhaupt nicht angefangen haben. Sondern sie schütteten immer mehr Milliarden einfach in den Bankensektor hinein. Das ist im Grunde genommen alles, was sie machen. Und die letzten Jahre waren deshalb Jahre der Umverteilung, weil etwa vor 3 Jahren die gewaltigen Schulden, von denen die Rede war, noch die Schulden privater Geldbesitzer waren. Jetzt sind diese Schulden nicht mehr die Schulden privater Geldbesitzer über die Banken, sondern sie sind die Schulden der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Ich habe das kürzlich in der Schweiz auf die Formel gebracht. Wir haben im Deutschen Bundestag nur noch Sozialistinnen und Sozialisten. Und zwar auf der einen Seite die Vermögenssozialisten, das sind wir. Wir wollen das gemeinsam erarbeitete Vermögen eben auch der Gemeinschaft geben. Vergemeinschaften, das nennt man nämlich sozialisieren. Und die Schuldensozialisten, das sind die mit uns konkurrierenden Parteien, die privat entstandenen Schulden vergemeinschaftet haben. Die haben es nur nicht verstanden, aber es ist so. Noch niemals wurden in dieser ungeheuren Form private Schulden auf die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler übertragen. Unvorstellbar.
Und nun ist die Frage, wie kann man also da nun wirklich etwas dagegen tun? Und da muss man eben wissen, dass die Finanzmärkte vergleichbar sind. Das ist ein Bild, aber da können Sie das verstehen, mit einem Brand, der ausbricht. Und dieser Brand hat, was die Ausbreitung angeht, eine ungeheure Geschwindigkeit. Und ich war früher mal Bürgermeister, musste ich mich mit Feuerwehrfragen beschäftigen. Und da, aus dieser Zeit weiß ich, dass man eben, wenn Brand entsteht, dass man drei verschiedene Dimensionen hat, um zu löschen. A, B und C nannte man das. Beim kleinsten Brand A, beim größten C-Rohr hieß das. So, und jetzt die Feuerwehrfrau Europas ist Frau Merkel. Und nun ist dieser Brand in Gang gekommen. Was macht sie? Obwohl der Brand eine ungeheure Geschwindigkeit hat, nimmt sie das kleinste Rohr und sagt immer noch, das Wasser ist viel zu teuer, dreht den Hahn wieder ab. Das ist genau das, was passiert ist und immer wieder passiert. Sie versteht es überhaupt nicht. Sie versteht nicht, dass man diesen Brand nur löschen kann, wenn man wirklich das größte Rohr nimmt und wenn man versucht, so schnell wie möglich diesen Brand zu stoppen. Und weil sie dies überhaupt nicht verstanden hat, in Gemeinsamkeit mit vielen anderen, die sich an der Debatte beteiligen, hat sie das kleinste Rohr genommen und immer gesagt, spart Wasser, das ist viel zu teuer. Und jetzt haben wir einen Flächenbrand, der das ganze europäische Haus zum Einstürzen bringen kann. Und hier haben wir jetzt als Partei Die Linke als Erste den Vorschlag gemacht, wie man diesen gewaltigen Brand löschen kann. Dann muss man das größte Rohr nehmen, das man überhaupt hat und das meiste Wasser durchjagen, das es gibt. Und dieses größte Rohr, das man hat und das meiste Wasser, ist nun mal die Europäische Zentralbank mit ihren direkten Krediten. Ich habe vor 3 Jahren, als kein Mensch es hören wollte, Eurobonds vorgeschlagen. Das war nur ein kleines Rohr. Da war der Brand so irgendwie, außen fing der an. Heute ist es völlig unzureichend. Heute kann man damit überhaupt nichts mehr machen, weil die Finanzmärkte die Preise dieser Bonds bestimmen. Und nachdem sie jetzt schon dabei sind, Spanien und Italien, wenn man so wieder in den Griff zu bekommen, ist das mit diesen Dingern nicht mehr zu machen. Es gibt nur eine einzige Lösung, das ist die, dass man das größte Rohr nimmt, das man überhaupt hat. Das ist eben die Zentralbank und den Geldstrom der Zentralbank direkt auf die Staaten richtet, um den Brand zu löschen. Was anderes ist nicht mehr möglich. Bedauerlicherweise hat das die Regierung Merkel noch nicht verstanden, haben das die europäischen Regierungschefs in der Mehrheit noch nicht verstanden. Der Einzige, der es bisher aufgegriffen hat, ist der französische Premierminister, auch der französische Präsident, die gesagt haben, es geht nur noch über die direkte Kreditvergabe. Das ist jetzt das erste und dringendste Mittel, was eingesetzt werden müsste und das, was im Bundestag diskutiert wird. Unter Einschluss von SPD und Grünen ist kalter Kaffee. Die Transaktionssteuer hat überhaupt nichts mit der Brandlöschung zu tun. Sie tun nichts, um diesen Riesenbrand zu löschen. Das ist die Lage, in der wir sind. Und deshalb bin ich stolz darauf, dass unsere Bundestagsfraktion als Erste vorgeschlagen hat, das große Rohr zu nehmen, das heißt die Zentralbank, und direkt den Staaten Geld, das heißt Wasser, zu geben. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht mehr. An dieser Stelle kann man Ihnen klar machen, wie verrückt unser Geldsystem ist. Das ist völlig verrückt. Zu Lasten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Wie ist das? Der Staat druckt Geld über die Zentralbank und gibt das der Deutschen Bank für 1%, Gregor hat es genannt, und die gibt es dem Staat zurück für 6 oder 7% und die Differenz zahlen die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Ein völlig verrücktes Geldsystem. Und deshalb haben wir als erste politische Gruppe gesagt, dieses Geldsystem muss einem vernünftigen Geldsystem weichen. Das ist das, was ich gerade angesprochen habe. Und nun kommt die erste Maßnahme, die man machen müsste, um Zeit zu gewinnen, überhaupt die Dinge in Gang zu bringen. Und die zweite Maßnahme ist natürlich die, dass man keine sogenannten systemrelevanten Banken haben darf. Man darf keine Banken haben, die so groß sind, dass man den Brand, wenn er ausbricht, überhaupt nicht mehr in Kontrolle bringt. Um in diesem Beispiel zu bleiben. Und das ist bei uns die Deutsche Bank, die eben 80% des Sozialprodukts als Bilanzsumme hat, also 2.000 Milliarden Euro, völlig verrückt. Und von dem, ja, ich hätte beinahe gesagt Klon, ja, ich sage es trotzdem, der dies alles mitverbrochen hat, neben Monti ein gewisser Ackermann, der 96 schon gesagt hat, wir müssen den totalen deregulierten Finanzbinnenmarkt haben, wir brauchen Global Player als Banken.
Von diesem Klon wurde die Kanzlerin lange Zeit beraten und daher hat sie unterbrochenen Unfug angerichtet. Hunderte Milliarden zu Lasten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, sie weiß es noch nicht mal. Zweite Maßnahme, ich kann das nur unterstreichen, ist, wir brauchen eigentlich, ich habe das immer gesagt, Sparkassen statt Zockerbuden. Keine Bank dürfte mehr als 10% des Sozialproduktes in der Bilanzsumme haben. Dann kann man das Ding kaputt gehen lassen. Und hier will ich Ihnen dann sagen, das hatten wir mal, die IKB. Die hat ein Bilanzvolumen von etwa 60 Milliarden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der Einzige, der im Aufsichtsrat der KfW gesagt hat, wir lassen das Ding pleite gehen, war ich, der Sozialist. Ich wollte den Schuldensozialismus nicht. Wenn schon Sozialismus, dann das gemeinsam erarbeitete Vermögen vergemeinschaften, aber nicht die privaten Schulden der Millionäre der Gemeinschaft aufbürden. Das ist der Skandal der deutschen und der europäischen Politik. Und nun will ich Ihnen ein Geheimnis verraten, was den europäischen Parlamenten noch nicht angekommen ist. Die Schulden der Staaten sind das Geld der reichen Leute. Sagen Sie es nicht weiter. Sie können Abgeordnete in Verwirrung stürzen. Die Schulden der Staaten sind das Geld der reichen Leute. Das ist noch nicht angekommen. Wenn Sie das wüssten, dann wüssten Sie, wie man die Schulden abbaut. Denn der Schuldenturm in Europa ist genauso hoch wie der Geldturm der Millionäre. Und der Schuldenturm in Deutschland ist viel niedriger als der Geldturm unserer Millionäre. Nur der Geldturm, nicht das andere Vermögen. Eigentlich könnte doch der Blödeste darauf kommen, wie man jetzt die Schulden abbauen kann. Und was machen Sie, damit Sie sehen, wie irrational die ganze Politik ist? Sie gehen hin und kürzen Renten und Löhne und soziale Leistungen und streichen den öffentlichen Dienst zusammen. Obwohl Sie sehen müssten, wenn Sie Zahlen zur Kenntnis nehmen, dass der Geldturm, der ist genauso, der Millionäre genauso groß wie der Schuldenturm der Staaten. Aber genauso irrational, wie über viele Jahrzehnte so getan wurde, als dürfte der Staat niemals via Zentralbank direkt Kredite bekommen, so haben sie immer getan, seien die Schulden etwas, was die kleinen Leute zu verantworten haben. Man braucht nur mal in Versammlungen hinzugehen und Fragen zu stellen, wer von euch hat Staatsanleihen von Griechenland, von Italien, von Spanien und so weiter. Hände hoch! Ich sehe keine Hand. Ja, wo sind denn die ganzen Staatsanleihen? Da könnte man fast, also wie Loriot den einen immer rufen, wo sind sie denn? Irgendjemand muss doch die Staatsanleihen gekauft haben. Und gekauft haben es die Millionärinnen und Millionäre natürlich überwiegend. Es gibt auch ein paar kleine Leute, die Versicherungsverträge haben. Ja, ich weiß das alles. Aber die große Summe, und es ist ja von den Bankenstatistiken festgestellt worden, die große Summe liegt bei den Millionärinnen und Millionären. Und da ist doch die Frage, wie die Schulden runterkriegen, ist doch für die Linke ganz einfach. Wir kürzen nicht Renten, soziale Leistungen und Löhne, sondern wir führen die Millionärsteuer ein. Das ist die einzige Möglichkeit, um die Schulden in Europa runterzubekommen. Wer etwas anderes sagt, ist komplett ahnungslos. Und das Lustige ist, dass sie verschulden das Land immer mehr und verlangen eine Schuldenbremse. Die haben sie doch nicht mehr alle. Ja, völlig bekloppt. Eine Schuldenbremse. Und sie sind dabei, immer mehr und immer mehr zu verschulden. Und das, was sie als Schulden machen, fließt also ausschließlich in die Taschen der Millionäre oder der Banken oder Hedgefonds direkt und indirekt dann in die Tasche derjenigen, die dort irgendwelche Anleihen und irgendwelche Wetten haben, in welcher Form auch immer. Und sagen dann, wir brauchen eine Schuldenbremse. Eine Schuldenbremse wäre beispielsweise die direkte Kreditvergabe, eine ungeheuer wirksame, direkt wirksame. Und sie würde direkt eben die Staaten von den Finanzmärkten abkoppeln. Die Ratingagenturen könnten sagen, was sie wollten. Es würde keine Sau mehr interessieren. Die Staaten bekämen ihre Kredite von dem Geld, das sie selbst gedruckt haben. Und in dem Zusammenhang wird dann immer wieder gesagt, nur falls der Einwand immer durch den Kopf geht, dann haben wir aber bald Inflation. Ist völliger Quatsch, denn die Geldmenge aufgebläht, dazu brauchen wir keine Zentralbank, dazu brauchen wir auch keinen Staat. Aufgebläht wurde sie durch den privaten Bankensektor in völlig unvorstellbarem Maße. Wir haben heute das 70-fache, kein Mensch kann sich das vorstellen, das Weltsozialprodukt ist an um den Erdball kreisendem Geld. Völlig verrückt, das ist überhaupt nicht gedeckt. Das ist alles Papier. Alles, wenn man so will, irgendwelche Lottoscheine, die um den Erdball kreisen.
das 70-fache der realen Wertschöpfung. Und das ist durch den deregulierten Bankensektor geschehen. Sie können also sehen, was diese Ackermänner und Montys verbrochen haben. Und die kleinen Politikerinnen und Politiker, die ihnen hinterhergelaufen sind und diesen ganzen Quatsch nachgebetet haben. Und die Journalistinnen und Journalisten, die diesen ganzen Unsinn jahrzehntelang eben auch in die Köpfe der Menschen hineingehämmert haben. Deregulierung befreit die Menschheit von den Fesseln des Staates. Lasst die Banken endlich und die Märkte machen, dann wird es zum Segen der Menschen. Nein, jetzt brennt das ganze Haus. Und es ist eben ungemein schwer, diesen Brand unter Kontrolle zu bekommen. Ich habe jetzt mal zwei Maßnahmen genannt. Längerfristig müssen wir dann die europäische Idee auch noch wieder, wenn man so will, zum Leben erwecken, indem wir eben innerhalb Europas das deutsche Lohndumping beenden. Als ich noch Abgeordneter war, fiel ich immer unter den Tisch, wenn Merkel zu ökonomischen Fragen Stellung genommen hat. Ihre Ausgangserklärung war immer die, Deutschland hat über ihren Verhältnissen gelebt. Dann haben wir über seinen Verhältnissen gelebt. Dann haben wir gesagt, ja, wen meinen Sie, die Rentnerin oder meinen Sie die Niedriglöhner oder meinen Sie die Hartz-IV-Empfänger, haben die alle über ihre Verhältnisse gelebt? Das hat sie dann irgendwann begriffen, dass das vielleicht ein bisschen komisch sei. Dabei ist die Definition, wann ein Staat über die Verhältnisse lebt, völlig klar. Ein Staat lebt dann über seine Verhältnisse, wenn er mehr Waren verbraucht, als er selbst herstellt. Das ist eigentlich ganz klar. Dann lebt er über seine Verhältnisse. Und ein Staat lebt unter seinen Verhältnissen, wenn er viel mehr Waren herstellt, als er selbst verbraucht. Da muss er nämlich irgendeinen anderen finden, der sie ihm abnimmt. Ist eigentlich logisch. Und übersetzt auf Europa heißt das, wir die Deutschen, wir sind ein Staat, der ständig unter seinen Verhältnissen lebt, viel mehr Waren herstellt, als er selbst verbraucht. Und da braucht er irgendwelche Staaten, die sie ihm abnehmen, Griechenland, Portugal, Italien und so weiter. Und die müssen sich dann verschulden. Das ist das, was in Europa passiert. Und deswegen möchte ich der SPD mal sagen, dass Hartz IV das schlimmste Gesetz gegen Europa war, das es jemals gab. Weil Hartz IV das Lohndumping in Gang gesetzt hat. Weil Hartz IV dann dazu geführt hat, dass aufgrund des deutschen Lohndumpings die Handelsbilanzen immer schlechter wurden, immer skandalöser wurden. Und jetzt kriegen wir das nicht mehr in den Griff. Wenn wir wollen, dass Griechenland, Portugal, dass all diese Dinge, dass sich das so nicht mehr wiederholt, brauchen wir eine koordinierte Lohnpolitik in Europa. Ich kann das nur thesenartig ansprechen. Früher hatten wir die Wechselkurse als Stoßdämpfer, wenn Sie das mal mit dem Auto vergleichen. Wenn also beispielsweise die Griechen die Löhne zu stark erhöht haben und wir die Löhne zu wenig erhöht haben, waren die Wechselkurse die Stoßdämpfer. Dann wurde die Drachme abgewertet, weil die Griechen hatten tatsächlich dann über ihre Verhältnisse gelebt. Und wie unser D-Mark wurde aufgewertet, weil wir eben unter unseren Verhältnissen gelebt haben. So einfach war das. Und jetzt hat man die Stoßdämpfer aus dem Auto ausgebaut und nichts dafür reingebaut. Ja, das wird dann irgendwie sehr holprig. Ich glaube, ja, nur andere, man hat ja nachher noch, wenn man so will, andere Aggregate ausgebaut. Das habe ich nur angedeutet. Und deswegen muss man, wenn man die Gleichgewichte in Europa wiederherstellen will, irgendwelche Stoßdämpfer haben. Und der Stoßdämpfer ist die Lohnkoordination. Und nun ist eines richtig. Wir sind mittlerweile so sehr miteinander verbandelt, verflochten, so sehr aneinander gekettet, und das gilt auch für Griechenland, dass man von einem Staat allein heraus ohne gewaltige Erschütterung das Ding nicht mehr in den Griff bekommt. Denn wenn beispielsweise Spanien jetzt, und das ist ja jetzt in vollem Gange, das Ziel der Spekulanten und Investoren ist, dann ist das nicht mehr so zu machen, dass man irgendwas in Spanien was macht und ganz Europa ist nicht davon betroffen. Nein, ganz Europa ist davon betroffen, weil dieser Monti in Verbindung mit Ackermann und all den Politikerinnen und Politikern, die diese Gesetze gemacht haben, es zugelassen hat, dass der Bankensektor zu einem, wenn man will, Moloch aufgeblasen wurde, der miteinander verflochten ist und der alle in den Abgrund reißt, wenn es irgendwo einen größeren Flop gibt. Diese Zusammenhänge muss man erkennen, um zu wissen, was eigentlich in Europa die Herausforderung ist. Und nun haben wir eben diesen merkwürdigen Vertrag da. Der schreibt das alles fort. Und deswegen noch einmal an uns, die Partei Die Linke, der Appell zu sehen,
dass wir hier in einer historischen Ausnahmesituation sind. Der Vertrag, der sogenannte Fiskalpakt, wie er heißt, und natürlich sind das wie all die Wörter, beschreiben überhaupt nicht, worum es geht. Der Vertrag zum Abbau von Demokratie und Sozialstaat in Europa. Dieser Vertrag soll jetzt von der Mehrheit und wird von der Mehrheit der politischen Parteien im Deutschen Bundestag verabschiedet werden. Und was die SPD angeht, möchte ich Schulmeister zitieren, das ist ein Ökonom aus Wien, demjenigen, der sich mit Ökonomie beschäftigt hat, bekannt. Der hat gesagt, dieser Vertrag gegenüber diesem Vertrag war Hartz IV völlig harmlos. Und er hat völlig recht, dieser Vertrag ist Hartz IV in Potenz übertragen auf ganz Europa. Und deshalb darf die Linke sich diese Streiterei nicht mehr leisten, die sich geleistet hat, sondern muss jetzt zusammenstehen, um zumindest einen Widerstand gegen diese Entwicklung zu organisieren. Das ist ja ein Rückschritt gewaltigen Ausmaß, der in den letzten Jahren eingetreten ist. Von Demokratie habe ich bereits gesprochen. Ich habe zufällig in einer Schrift mal nochmal gelesen, dass die Forderung, dass man nach der Leistungsfähigkeit besteuert werden soll, dass diese Forderung bereits bei der Französischen Revolution erhoben worden ist, 1789, in der Erklärung der allgemeinen Menschen- und Bürgerrechte. Da steht das drin, Paragraph 13, man soll nach der Leistungsfähigkeit besteuert werden. Vor so einem großen Zeitraum. Und was machen die hier? Die machen ein Steuersystem, in dem die Knochenarbeit ungleich stärker besteuert ist als die Renten der Millionäre, die Zinsgewinne der Millionäre, die großen Vermögen. Die Vermögen werden überhaupt nicht mehr besteuert. Es wird nicht mehr nach Leistung besteuert. Wir sind hinter die Französische Revolution zurückgefallen. Wir haben ein furchtbar ungerechtes Steuersystem und auch dafür braucht es die Linke, um wieder zu einem gerechten Steuersystem in Deutschland und Europa zu kommen. Und deshalb beispielsweise, weil das ja hochaktuell ist, wenn ich also immer höre, jetzt die Personen, die diskutiert werden, wenn Steinbrück Kanzlerkandidat oder ich meine Vizekanzlerkandidat würde, um korrekt zu sein, wenn er also Vizekanzlerkandidat wird, dann ist es der Mann, der hier die Abgeltungssteuer eingeführt hat. Also wenn man so will, hinter die Französische Revolution zurückgefallen hat, der eben gesagt hat, wenn jemand eben Einkünfte aus Geldvermögen hat und keinen Finger krumm macht, dann wird er weitaus geringer und weniger besteuert als derjenige, der eben fleißige Knochenarbeit leistet. Da sind wir. Und das können wir nicht eben mit Friede, Freundschaft, Eierkuchen immer wieder zudecken. Das ist eine Entwicklung, die ist völlig fatal. Aber ich hätte mir nie vorstellen können, dass eben aus Frau Merkel beispielsweise mal eine Schuldensozialistin wird. Und aus Herrn Gabel, die SPD sind wieder Sozialisten geworden, lieber Gregor. Es ist eine ganze so strenge sozialistische Fraktion. Sie vergemeinschaftet die Schulden der Privaten, nur sie haben einen inversen Sozialismus. Ich will es nochmal zum Verständnis sagen. Wir haben ja so viele Fremdwörter, die nicht verstanden werden. Sozialismus heißt im Grunde genommen Vergemeinschaftung. Wir wollen eben das von allen gemeinsam erarbeitete Vermögen auch zum gemeinschaftlichen Besitz machen. Das ist unser gesellschaftspolitischer Ansatz. Und die Inversen, sie haben eben, wenn man so will, gesagt, wir wollen jetzt die privaten Schulden der Millionäre, die wollen wir jetzt vergesellschaften. Ja, und die Wählerinnen und Wähler müssen sich irgendwann entscheiden, welchen Sozialismus sie wollen. Ich würde aber mal sagen, es ist doch besser, eben einen Sozialismus zu befürworten, der einem vielleicht ein Mehr an Wohlstand in Aussicht stellt, als einen Sozialismus zu befürworten, der einen arm macht wie eine Kirchenmaus oder, wenn man so will, auszieht bis aufs Hemd und eben Hunger lässt. Und das ist ja eigentlich der eigentliche Skandal. Wenn man sich vorstellt, dass in einer Zeit, in der aufgrund der Steigerung der Produktivität der Reichtum so hoch war wie niemals zuvor. Dass in einer solchen Zeit Menschen wieder hungern in Europa. Mütter ihre Kinder abgeben müssen, weil sie sich nicht ernähren können. Und Leute, ein Apotheker, der ging ja durch die ganze Presse, sich umgebracht hat, weil er eben nicht mehr ein- und aus wusste und weil er gesagt hat, ich will meiner Verwandtschaft nicht zur Last fallen. Dass in einer solchen Zeit die Entwicklung immer weiter voranschreitet, dann meine ich, müsste jeder hier zustimmen, dass wir als Partei Die Linke
eine gewaltige Aufgabe derzeit haben und wir dürfen vor dieser Aufgabe nicht versagen. Und deshalb bin ich froh, dass es zu dieser Zusammenkunft gekommen ist. Und denn wenn wir die Größe der Aufgabe erkennen, und ich habe versucht, sie holzschnittartig darzustellen, und wenn wir nach wie vor mit Leidenschaft für unsere Ideen streiten, dann bin ich sicher, dass das, was Gregor so angedeutet hat, dass wir jetzt schon wieder auf 7% oder so kommen, dass das weitergehen wird. Denn in dem Moment, wo die 40% Wählerinnen und Wähler, die überhaupt nicht mehr zur Wahl gehen, mal wieder feststellen, da gibt es ja eine Gruppe, die mit Leidenschaft unsere Interessen vertritt. Und wenn sie in einer gewissen Zeit uns sogar glauben, dann werden wir auch die deutsche Politik wieder verändern können. Und das müssen wir, weil wir historisch jetzt dazu verpflichtet sind. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Für eine neue soziale Idee.